Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz. Ich führe euch durch dieses Tutorial. Beim letzten Mal hatten wir uns zuerst Möglichkeiten angesehen, wie man die Linie manipulieren und verändern kann. Und in dieser Folge möchte ich euch zeigen, was es mit dem Line Join auf sich hat. So, diesem Line Join, das ist dort, wo sich zwei Linien oder wo zwei Linien aneinander gehen, und die kann ich mit Round und Bevel und Meter verändern. Das sind Strings, die zugewiesen werden. Bitte beachtet hierbei, dass dieses Round, Bevel und Meter auch in einfachen Anführungsstrichen stehen kann, je nachdem, was euch besser gefällt. Ich benutze so ganz notorisch die doppelten Anführungsstriche. Das muss nicht sein. Ihr findet viele Beispiele im Netz, wo das eben mit einfachen Anführungsstrichen geschrieben wird. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe in mein Programm hinein, das ist wieder ganz leer. Einfach nur die Canvas, die draufgesetzt wird. Und ich mache mir eine Funktion, die nenne ich DrawSigma. Das hat nichts mit dem SPD-Menschen zu tun, sondern ist ein griechischer Buchstabe, der auch Summenzeichen genannt wird. So, das ist jetzt aber Mathematik, das hat mit unserer Sache hier jetzt erstmal gar nichts zu tun. So, und ich mache ein bread.begin path. So, dann mache ich ein move, bread.move to. Und zwar hier einmal x plus 50, y. Und ab hier zeichne ich jetzt bread line to x, y. Dann ein bread und line to x plus 50 und y plus 30, ein bread Punkt, dann machen wir mal 25, jetzt genau, naja gut, machen wir 25. Entschuldigung, das sollte man nicht machen, mitten im Programmieren dann solche Werte zu ändern. Das x und das y plus 50. Und schließlich ein bread.line2 und das x plus 50 und das y plus 50. So, machen ein bread.stroke und ein bread.clothPath. So, alles, was ich hier gemacht habe, dient jetzt einfach nur dazu, dass ich die Funktion aufrufen kann und kann die an verschiedene Stellen hinzeichnen. So, das hat also noch gar nichts mit unserer Demonstration zu tun. So, und jetzt möchte ich hier einfach einmal DrawSigma aufrufen und möchte mir das ab der Position 20, 20 anzeigen lassen. So. Und so sieht das Ganze aus. Das sieht jetzt nicht genauso aus, wie ich das haben wollte. Das Sigma sieht ein bisschen anders aus, ein bisschen schicker, aber wir haben hier zumindest so ein gekipptes M. Und wer das Sigma-Zeichen kennt, der kann auch sagen, okay, kann man vielleicht gelten lassen. Das müsste hier so ein bisschen mehr in der Mitte sein. Also hier dieser Punkt, der muss ein bisschen mehr hier hingesetzt werden. Ach, das können wir auch machen. Ein 35. So, ich glaube, jetzt sieht es besser aus. Genau, so. Also, das hat schon mehr mit dem Sigma zu tun, das griechische S. Gut, so. Erste Sache. Jetzt mache ich mir das Ganze ein bisschen dicker. Bread.line width.
2. Da machen wir schön auf 4 oder 5. Dann sieht man das auch. Und jetzt möchte ich mir 3 Sigmas nebeneinander setzen. Nochmal auf 100,20 und dann nochmal in dem gleichen Abstand auf 180,20. Und dazwischen werden wir gleich unsere Linienverbindungen verteilen. Erstmal, so soll es jetzt aussehen. Na? So, gut, und das ist auch, glaube ich, wunderbar geeignet. Ich glaube, das sieht man auch gut, auch wenn das Video dann relativ klein ist insgesamt, aber das kann man gut sehen. So, der Begriff Line Join oder Befehl, eine Zuweisung Line Join und Line Join. So, und dann machen wir hier mal Round als Zuweisung und hier machen wir Join ist gleich Bevel. Der Default-Wert ist Meter, also so spitze Verbindungslinien. So, und was ist passiert? Also erstmal hat er mir hier ganz am Anfang das Meter, das zeichnet so ganz spitze Verbindungen, ganz spitze Übergänge. Beim Round hat er mir dann tatsächlich das Ganze rund gemacht und beim Bevel schneidet er sozusagen ab. So, das heißt, die Spitzen, die man bei dem Meter sieht, sind hier nicht zu sehen, genauso hier. Das ist aber kein Round, sondern es wird einfach nur abgeschnitten. Das sieht man noch ein bisschen besser, wenn ich jetzt die Linie Breite mal wesentlich höher setze. Auf 15 mache ich das jetzt mal. So, und dann seht ihr es nochmal ganz gut. Na, jetzt geht das hier schon ein bisschen raus. Ne? Also beim Meter ist das ganz spitz, beim Round ist es schön rund, aber eben nicht die hier, dort wo sich die Linien sozusagen auf einem spitzen Winkel überschneiden, da gibt es dann immer noch diese spitzen Winkel. Das wird nicht auch eingerundet, aber die Gegenseite, die wird rund gemacht und beim Meter ist es eben tatsächlich abgeschnitten. So, das ist dann so wie, also wirkt so ein bisschen wie so ein Band, was hier gefaltet worden ist. So, und das macht eben dieses Line Join. Wenn ich jetzt noch hier hinten, zum Beispiel hier, die Endungen rund haben möchte, dann müsste ich wieder das Line Cap nehmen und müsste sagen, das möchte ich jetzt hier auch rund haben. Punkt Line Cap ist gleich round, dann hätte ich das auch rund. Und genauso hier müsste ich das wieder zurücksetzen, das werdet ihr gleich sehen. Dieses Line Cap wird dann auch für das folgende Sigma übernommen. So, ja, also jetzt seht ihr hier, wird es rund gezeichnet, beim zweiten, beim ersten nicht, weil wir da das Line Cap noch nicht verändert haben. Und bei dem dritten, wo wir das Bevel als Verbindungslinie haben, wird jetzt aber die Linienendung auch rund gezeichnet. Das sieht drollig aus. Also merkt schon, das passt gar nicht von dem Stil her zueinander. Aber zu Demonstrationszwecken ist es ganz gut. Gut, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einmal einen Daumen hoch. Beim nächsten Mal zeige ich euch, wie man die Linie zerschneiden kann, wie man die also zu einer gepunkteten oder zu einer gestrichelten Linie machen kann. Das kommt dann sozusagen so als letzte Möglichkeit, um die Linie zu verändern. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.